Was geht ab, Leute? Ich befinde mich hier gerade zusammen mit dem Basti an einem Lost Place und wir lassen heute die GoPro Hero 9 in die Lüfte steigen. Also ich habe Ende 2017 angefangen, mich mit der ganzen Materie so auseinanderzusetzen. Ich habe damals ein Video gesehen, wo jemand unter einem Zug durchgeflogen ist, habe mir dann meine erste Drohne komplett selber gebaut. Mittlerweile kann ich meine ganzen Drohnen gar nicht mehr an zwei Händen abzählen. Ich habe schon über 200 Flugstunden mindestens hinter mich gebracht. Ich fliege mit keiner Drohne, die man so kaufen kann. Ich habe meine Drohne komplett selber gebaut. Mittlerweile kann man aber auch gewisse Race-Drohnen auch als komplett ready-to-fly, nennt sich das, kaufen. Ich fliege normalerweise nur die Hero 6 von GoPro. Ich habe sie bisher immer benutzt komplett ohne Stabilisierung, weil man die Stabilisierung im Nachhinein in der Post-Production am Computer mit Real Steady macht. Das sorgt einfach dafür, dass gewisse Vibrationen in der Drohne noch extra ausgeglichen werden. Bei Real Steady auch das Besondere, man kann den Horizon locken lassen. Also selbst wenn sich die Drohne bewegt, die Kamera bewegt, bleibt der Horizont genau gerade. Bei der Hero 9 soll das jetzt integriert sein und das wird natürlich den Workflow upgraden. So, ein kleiner Location-Wechsel. Wir sind jetzt nicht mehr am Lost Place, denn ja, wir wurden erwischt. Deswegen machen wir unsere Testaufnahmen hier auf einem freien Feld. Sollten hier niemanden stören. Es ist so geil, da ist man schon draußen in der Pampa, denkt, okay, hier können wir ungestört fliegen, alleine, kein Stress. Dann kommt da ein Hubschrauber und auf dem Feld auf der anderen Seite ist noch ein Drohnenpilot. Really?
kurzes Fazit von mir hier an dieser Stelle, ohne die Aufnahmen am PC gesehen zu haben, sondern nur das, was wir über den kleinen Monitor hinten an der GoPro gesehen haben. Und ich fand es extrem krass, wie gut die stabilisiert hat. Man merkt, wir haben sie wirklich an die Grenzen getrieben. Aber natürlich ist es nochmal interessanter, wenn man das Ganze am PC sich angeschaut hat. Deswegen schalte ich jetzt zu dir ins Studio, Basti. FPV-Piloten oder den kleinen Anteil an FPV-Piloten sprechen Sie damit definitiv nicht an. Holt euch eine Hero 8, wenn ihr wirklich die höchste Qualität anstrebt, die ihr momentan aus diesen FPV-Drohnen rausbekommen könnt. Holt euch Rear Steady dazu nochmal für 100 Euro und geht mit 30 Euro plus aus dem Haus. Oder ihr sagt euch, ach, Post-Production und lange Rendern und noch ein Programm und ey, eigentlich mache ich das nur hobbymäßig und will aber trotzdem das allerkrasseste Bild haben, was ich bekommen kann, dann holt euch die Hero 9. Weil die Stabilisierung definitiv nicht schlecht ist. Sie ist heftig. Die beste Stabilisierung bisher, die GoPro rausgebracht hat. Und sie wird definitiv euer Drohnen-Footage wie geleckt aussehen lassen. Aber eben um dieses i-Tüpfelchen, die letzten 10% nach den 100% rauszukitzeln, ja, würde ich sagen, schafft man nur mit Rear Steady. Da würde ich dann doch eher zu einer Hero 8 tendieren. Auch wenn die Hero 9 genauso gut mit Rear Steady funktioniert, wiegt sie mehr, sie ist größer und sie ist teurer geworden. So, wir sind jetzt soweit fertig, uns zerfressen hier die Mücken. Hinten wird schon mal eingepackt. Hat richtig viel Spaß gemacht. Ich fand es total spannend, das Ganze auch mal zu sehen und bin auch sehr gespannt auf die Aufnahmen am PC. Jetzt seid ihr aber gefragt, was haltet ihr denn von dem ganzen FPV und von dem ganzen Stabilisierungssystem bei der GoPro? Hat euch das überzeugt oder eher nicht? Schreibt es gerne runter in die Kommentare. Checkt auf jeden Fall den Kanal von Basti aus und wir sehen uns nächste Woche mit einem neuen Video wieder. Bis dann.